Hallo und herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Wir sind im Bereich der Autotrophenassimilation, insbesondere jetzt der Photosynthese und kommen jetzt in diesem Tutorial zu dem Vergleich zwischen der Photosynthese, und zwar den lichtabhängigen Reaktionen, und der Zellatmung, und zwar da dem letzten Prozess der oxidativen Phosphorylierung bzw. der Atmungskette. Dazu wünsche ich euch ganz viel Spaß und los geht's. So ein Vergleich ist eine ganz typische Aufgabenstellung im Anforderungsbereich 2, also dem mittleren, der auch am häufigsten gestellt wird und die meisten Punkte bringt. Das fällt vielen SchülerInnen trotzdem sehr schwer, insbesondere relevante Kriterien zu finden. Denn das ist das Schwierigste und Wichtigste an diesem Aufgabenkomplex des Vergleichens. Die Aufgabenstellung: Vergleichen Sie die Primärreaktionen der Photosynthese mit der Atmungskette der Zellatmung anhand des Materials. Die Primärreaktionen finden wir auch als lichtabhängige Reaktionen oder Lichtreaktionen und die Atmungskette als oxidative Phosphorylierung oder auch als Chemiosmose. Das Material kann entweder so aussehen, dass wir das Schema zu den lichtabhängigen Reaktionen der Photosynthese bekommen. Oder die andere Möglichkeit wäre, dass ihr solch ein Material bekommt, wo das Ganze im Thylakoid dargestellt ist. Egal welches Material ihr bekommt, ihr müsst auf jeden Fall Kriterien aufstellen, diese am besten in einer Tabelle anordnen und dabei daran denken, dass ihr bei einem Vergleich immer Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten und Unterschiede darstellen müsst. Ihr wisst ja, ich versuche euch immer so ein bisschen auch zu unterstützen, dass ihr nicht allzu viel auswendig lernen müsst. Und da macht es sich ganz gut, wenn man die Basiskonzepte kann und auch anwenden kann. Und genau das wollen wir heute auch in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen. Und natürlich ist es dann wichtig, dass man auch ein bisschen Vokabular hat. Und das sind dann die sogenannten Keywords. Und ihr wisst ja, wenn ihr meinen Kanal weit schon lange verfolgt, dass ich da auch ganz besonderen Wert drauf lege, weil ihr müsst gar nicht so viel auswendig lernen. Ihr müsst es verstanden haben. Und wenn ihr diese Keywords lernt, dann könnt ihr auch die ganzen Prozesse in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Heute wollen wir insbesondere zwei Basiskonzepte genauer unter die Lupe nehmen, und zwar einmal das wahrscheinlich Wichtigste für euch, Bau und Funktion, und als zweites das Basiskonzept Stoff- und Energiewechsel. Fangen wir mit dem Basiskonzept Bau und Funktion mal an. Dabei können wir den Bau auch auf unterschiedlichen Systemebenen uns anschauen. Das System ist ja auch ein integraler Bestandteil der Basiskonzepte. Und da hatte ich euch schon mal ein Video gemacht, welches ihr hoffentlich euch schon angeschaut habt. Als erstes werden wir die Systemebene des Organismus oder der Organismen auswählen. Die nächsten Systemebenen würden wir jetzt überspringen und wir gehen eben gleich in die nächste Systemebene, und zwar die Systemebene des Chloroplasten, also der Zellorganellen. Wenn wir die Systemebene Organismen betrachten, haben wir gleich die ersten beiden Keywords, und zwar autotroph und heterotroph. Und da fallen uns natürlich auch die großen Prozesse Photosynthese und Zellatmung ein. Natürlich können wir dann das zuordnen, indem wir sagen, hier haben wir eben nur autotrophe Organismen, die Photosynthese, also die lichtabhängige Reaktion, durchführen können, aber beide, sowohl auto- als auch heterotrophe Organismen, benötigen die Zellatmung, um zum Beispiel aus Glucose dann wieder ATP zur Verfügung zu stellen. Das nächste System ist die Systemebene der Zellorganellen, und da kennen wir die Chloroplasten und die Mitochondrien. Natürlich können wir diese dann zuordnen. Die Chloroplasten sind bei der lichtabhängigen Reaktion und die Atmungskette benötigt die Mitochondrien. Wir können noch eine Systemebene weiter hineingehen, und zwar in die Zellorganelle hineinschauen und dort auf die Membranebene bzw. die Molekularebene gehen, schauen uns hier die Thylakoide an bei den Pflanzen oder bei den Chloroplasten. Und da hatten wir ja das Material 2. Da sehen wir ja diese Thylakoidmembran, und diese Struktur, dieses Thylakoid des Chloroplasten, nutzen wir jetzt, um daraus ein paar relevante Kriterien herauszuarbeiten. Wie ihr wisst, ist das Thylakoid aufgebaut aus einer Membran, der Thylakoidmembran, und im Inneren des Chloroplasten befindet sich das Stroma. Und dieses Thylakoid bildet ja einen Raum. Kompartimentierung ist ja auch ein Basiskonzept. Dieser Thylakoid-Innenraum, der spielt eben auch eine ganz wichtige Rolle. Wir können also erst einmal formulieren, die genutzten Strukturen sind diese Thylakoid-Membran, der Thylakoid-Innenraum und das Stroma.
Und das gleich bezogen auf das Mitochondrium, da haben wir auch eine innere Membran, dort haben wir auch einen Raum, und zwar den Intermembranraum, und wir haben anstelle von Stroma den Begriff Matrix. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter hinein. Wir schauen uns mal die Elektronentransportkette an. Das sind integrierte Proteine in diese Thylakoidmembran. Das ist nämlich eine Gemeinsamkeit. Diese Elektronentransportkette kommt sowohl bei den lichtabhängigen Reaktionen als auch bei der Atmungskette vor. Sie sind also hier beide Male in die Membran integriert. Ein Teil des Basiskonzeptes Bau und Funktion ist ja die Kompartimentierung, wodurch eben Reaktionsräume geschaffen werden. Und wenn wir Reaktionsräume hören und Kompartimentierung, dann denken wir natürlich auch an den Transport. Das heißt, wir können jetzt als nächstes Kriterium Transportart und Verlauf formulieren. Und da benötigen wir wieder Keywords. Und in diesem Falle sind das aktiver Transport und Protonengradient. Und das sind auch Gemeinsamkeiten, denn der aktive Transport von Protonen zur Erzeugung des Protonengradienten wird hier genutzt. Außerdem eine weitere Gemeinsamkeit könnten wir noch formulieren. Der Bau der Zellorganelle, bei beiden bilden Membranen einen sehr kleinen Innenraum. Auch das hat etwas mit Kompartimentierung zu tun. Und wir könnten dann die beiden jeweiligen Räume nochmal nennen. Dieser Innenraum spielt insofern eine wichtige Rolle, dass nämlich hier dann dieser Protonengradient relativ schnell erzeugt werden kann und somit die ATP-Synthase auch gut antreiben kann. Apropos ATP-Synthase, diese ist ein integrales Protein in der Membran, zum Beispiel im Thylakoid des Chloroplasten, und ist eben in der Lage, diesen Protonengradienten also zu nutzen, um aus ADP und Phosphat ATP zu synthetisieren. Das wäre dann die letzte Gemeinsamkeit, die wir hier noch benennen könnten im Bereich des Baus und der Funktion. Und da könnten wir also formulieren ATP und wird gebildet durch die ATP-Synthase. Bau und Funktion haben wir. Jetzt das nächste Basiskonzept. Ihr habt gesehen, es waren ganz schön viele Kriterien, die wir hier aufgrund unseres Wissens formulieren konnten. Und jetzt konzentrieren wir uns einfach mal auf das andere Basiskonzept, Stoff- und Energiewechsel. Und da habe ich folgende Vorschläge für euch. Wir nutzen diesmal das Material 1. Und Stoffwechsel heißt natürlich, dass wir Ausgangsstoffe und Endprodukte oder Reaktionsprodukte haben. Und das sind schon mal zwei Kriterien, die wir hier aufstellen können. Dazu nutzen wir jetzt dieses Material. Schauen uns erst einmal die Ausgangsstoffe an, die hier gezeigt werden. Da seht ihr schon, das sind also jetzt hier Wasser, natürlich das Licht, wenn man hier vielleicht weniger von einem Stoff sprechen sollte. Dann haben wir das ADP und Phosphat. Und das NADP+. All diese Informationen können wir aus diesem Material ablesen. Das Material zeigt uns ja leider nur die lichtabhängigen Reaktionen. Deswegen müssen wir also aus unserem Wissen dann die Ausgangsstoffe für die Zellatmung zuordnen. Und das ist Sauerstoff, NADH plus H+, und FADH2. Die zuletzt genannten Elektronen- und Protonenträger, also NAD und FAD, es wurden ja mit Protonen und Elektronen in den vorherigen beiden Teilprozessen, also der Glykolyse und des Citratzyklus, hier in der Zellatmung generiert. Endprodukte der lichtabhängigen Reaktionen sind der Sauerstoff aus der Wasserspaltung, aus der Photolyse, das ATP, welches ja durch die ATP-Synthase synthetisiert wurde, und das NADPH plus A+, welches nach der Erregung der Elektronen auf dem Photosystem 1 und dem Wandern der Elektronen dann auf der Elektronentransportkette generiert wurde. Und die Endprodukte für die Atmungskette ist ATP, H2O und CO2. Das Basiskonzept heißt ja Stoff- und Energiewechsel, also können wir auch den Energiewechsel hier betrachten und wir können überlegen, welche Energielieferanten gibt es denn für diese beiden Prozesse. In der Photosynthese brauchen wir Licht, das heißt, das erste sind die Lichtquanten bei den lichtabhängigen Reaktionen und die Energielieferanten für die Atmungskette sind natürlich die schon
genannten ATP und NADH++ sowie auch dieses FADH2. Nochmal zurück zu dem Stoffwechsel. Da haben wir in der lichtabhängigen Reaktion ist es eine Assimilation, also der Aufbau von Stoffen, und in der Atmungskette ist es eine Dissimilation, also der Abbau. Nochmal zurück zum Energiewechsel. Eine Gemeinsamkeit ist, dass Elektronen schrittweise Energie abgeben auf der Elektronentransportkette, ETK in Klammern. Energie generiert Photonengradienten und diesen nutzt die ATP-Synthase, um dabei ATP zu synthetisieren. Eine letzte Möglichkeit wäre noch einmal das System zu betrachten, in dem Fall also die Systemebene als solche. Und das wäre auch eine Gemeinsamkeit und wir könnten sagen, beide Vorgänge laufen auf molekularer Ebene ab. In vielen Bundesländern wird es auch verlangt, dass ihr ein Fazit ziehen sollt. Wenn das bei euch so der Fall ist, dann hier noch ein Vorschlag für ein Fazit. Beide Reaktionen haben viele Gemeinsamkeiten, sie verlaufen in umgekehrter Reihenfolge, nutzen aber gleiche Prinzipien. Ja, das war der Vergleich Photosynthese und Zellatmung, insbesondere lichtabhängige Reaktionen und die oxidative Phosphorylierung oder Atmungskette. Ich habe jetzt noch zwei andere Vergleiche für euch vorbereitet. Die könnt ihr dann entweder in meiner Playlist euch anschauen, die ich euch übrigens sehr ans Herz legen würde, insbesondere wenn das jetzt vielleicht auch inhaltlich schon ein bisschen zu viel war für euch. Dann würde ich euch ganz, ganz doll empfehlen, euch alle Tutorials zur Photosynthese anzuschauen. Ich garantiere euch, wenn ihr euch alle angeguckt habt und auch ein bisschen Zeit da investiert habt, dann versteht ihr auch diesen sehr, sehr komplizierten Prozess und könnt dann auch mit der Zellatmung sehr gut umgehen. Die Videos zur Zellatmung, die ich für euch erstellt habe, die könntet ihr dann unter dieser Playlist euch anschauen. Auch da wieder nehmt euch ein bisschen Zeit und versucht das Ganze zu durchdringen, denn beide Prozesse, sowohl Photosynthese als auch Zellatmung, sind enorm wichtig und werden in fast jedem Abitur in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Ein dritter Vergleich, den ich noch machen werde, ist dann der Vergleich von C3, C4 und Kammpflanzen. Auch der spielt dann für die Bundesländer, wo das verlangt wird, eine wichtige Rolle. Und die Bildungsstandards, die ja jetzt neu erarbeitet wurden, die verlangen auch von euch, dass ihr die C4-Pflanzen und die C3-Pflanzen zum Beispiel oder die Kammpflanzen mit den C4-Pflanzen vergleichen könnt. Ich habe noch etwas anderes für euch, und zwar habe ich euch ein Handbuch erstellt. Ich habe das hier unten bei der Videobeschreibung für euch verlinkt. Um das Handbuch runterzuladen, braucht ihr nur unter dem Video auf Show More zu klicken. Da öffnet sich dann die Videobeschreibung, dann auf diesen Link klicken. Da kommt ihr dann zu meinem OneDrive. Da findet ihr das BioXE-Handbuch. Und wenn ihr das öffnet, dann könnt ihr innerhalb des Handbuches jeweils zu den einzelnen Bereichen springen, indem ihr da draufklickt. Und wenn ihr dann bei dem jeweiligen Video angekommen seid, dann könnt ihr direkt zu YouTube springen, und zwar entweder zu dem gesamten Video oder zu der jeweiligen Zeit, die ihr dann direkt anklickt. Ja, und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre das sehr schön, wenn ihr das tut. Ich habe auch noch einen anderen YouTube-Kanal, und zwar einen Kanal, wo ich ein bisschen über meine Freizeitaktivitäten, insbesondere meine Reisen, berichte. Denn in nur noch wenigen Monaten werde ich auf eine Weltreise gehen, und da wäre es sehr schön, wenn ihr mich da begleitet. Und ich freue mich natürlich auch dort über jeden Abonnenten. Den Link dafür könntet ihr dann hier finden, für meinen Bio-Kanal einfach hier draufklicken. Ganz liebe Grüße und viel Erfolg im Abitur. Tschüss, euer Exi.